Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem YouTube-Kanal. Diese Kabel hier, die sind schon für manche Situationen verantwortlich gewesen, die wir mit Unfrieden vielleicht bezeichnen könnten. Denn wenn man einen Projektor an die Decke hängt und der zuständige Zuspieler, sei es der Blu-ray-Player oder eben der SAT-Receiver, befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite, dann sind schnell Kabellängen von 10, 15 Meter notwendig und dann wird es ein Problem geben, wenn man die nicht sehen soll. Und das ist bei so einem Kabel, das ist ja noch nicht gerade ein besonders dünnes Kabel, selten ist gar nicht der Fall. Eine Wende aufzuschlagen ist schon mit etwas mehr Aufwand verbunden und die Alternative, nämlich Draht, Drahtlossysteme einzusetzen, da sind wir ehrlicherweise in den letzten Monaten eigentlich nicht sehr fündig geworden. Denn in der Vergangenheit gab es diverse Anbieter, die angeboten haben, solche Lösungen zu haben. Aber dann, wenn man die getestet hat, konnte man feststellen, tja, was war? Die Bildauflösung war nicht mehr die gleiche am Ende des Signals. Es war also stark komprimiert. Er hat nicht 24p erkannt. Von 3D wollen wir mal gar nicht reden. Oder es war auch extrem instabil in der Verbindung, weil es macht keinen Sinn, so eine Lösung zu installieren, wenn man dann 4, 5, 6 Mal während des Filmeguckens Bild- und Tonaussetzer hat. Wir sind jetzt in den letzten Tagen fündig geworden mit einem ganz neuen System, was einige neue technische Parameter hat, die dazu uns geführt haben, dass wir das Ganze mal getestet haben und zwar auch mit sehr anspruchsvollen Geräten, wie wir es jetzt auch gleich sehen werden. Und sind so überzeugt und so begeistert von der Lösung, dass wir die ab sofort im Programm haben werden. Das heißt, wir haben jetzt hier mal aufgebaut im Freien, damit wir mal sehen können, dass das Ganze auch hier nicht gefaked ist. Ein Blu-ray-Player angeschlossen über einen HDMI-Eingang. Und bei dem Sender stellt ihr fest, dass wir direkt mehrere Eingänge haben. Wir können also hier mehrere Geräte über HDMI anschließen und haben somit über die beiliegende Fernbedienung sogar die Möglichkeit, dann die Quellen umzuschalten. Alleine so ein Umschalter, wenn der 3D-fähig sein soll, kostet schnell 100, 150 Euro und kann dann eben nicht mehr als nur umschalten. Dieser Umschalter ist also hier schon direkt integriert. Und jetzt haben wir eben hier eine direkte Verbindung zu unserem Projektor und dann wollen wir uns das Ganze mal live anschauen. Wir fahren es gut, obwohl die Strecke schon sehr lang ist. Denn diese Funklösung, die wir haben, hat also schon die Möglichkeit, Strecken von gut 10, 12 Metern zu übertragen oder zu überbringen und somit auch wirklich für größere Räume geeignet. Man muss eben nur einen direkten Sichtkontakt haben. Das heißt, man sollte jetzt nicht den Sender oder den Empfänger irgendwo in einem Schrank reinstellen, sondern er sollte wirklich verfügbar sein. So, und jetzt sind wir hier. Und da sehen wir direkt schon unser Bild. Man sieht, der Empfänger steht hier oben drauf, das HDMI-Kabel geht direkt in den Projektor rein. Und was haben wir hier stehen? Sony 4K, der ist nun verdammt anspruchsvoll, denn der lässt sich nicht mit jedem Kabel abspeisen. Das sind Erfahrungen aus den letzten Wochen, das muss man klar nochmal darauf hinweisen. Und wir haben hier überhaupt keine Verbindungsprobleme. Man muss, wie gesagt, nur einen direkten Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger haben. Und dann läuft das wirklich störungssicher. Und über die Fernbedienung kann ich das Ganze jetzt sogar noch umschalten. Ja, und wenn ihr nach dem Preis fragt, der ist auch noch bezahlbar, wenn man sieht, was manche für ihr 15 Meter Kabel verlangen. Zu denen haben wir glücklicherweise nie gehört in der Vergangenheit. Aber wenn man sieht, dass das Ganze mit einem entsprechenden Vierfacheingang und dann auch noch der Funklösung und dem ganzen nicht vorhandenen Ärger, den man natürlich dann auch nicht mehr hat, bei knapp 230 Euro liegt, dann muss ich sagen, haben wir hier wirklich eine tolle Lösung, die ab sofort bei uns verfügbar ist. Das war es mal wieder aus dem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.